Sehr verehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach drei schweren Jahren befinden sich zahlreiche landwirtschaftliche Unternehmen in einer tiefen Krise. Bäuerinnen und Bauern tragen sich mit dem Gedanken, ihre Höfe oder Gemeinschaftsbetriebe zu verkaufen. Immer neue Forderungen der Gesellschaft ohne finanziellen Ausgleich, Unsicherheiten im Bereich der Agrarpolitik, geringe Auszahlungspreise und generelle Anfeindungen prägen das Bild in der Landwirtschaft in der gegenwärtigen Zeit. Da ist es nicht zu verdenken, dass die Landwirte ihren Unmut bekunden, lautstark und auch demonstrieren, wie bei der Großdemo am 22.10. in Rostock und in vielen anderen Orten des Landes und auch am Rande der letzten Landtagssitzung hier in Schwerin. In der ohnehin schwierigen Situation hat nun im September die Bundesregierung ihr sogenanntes Agrarpaket auf den Weg gebracht. Vorschläge der Bundesumweltministerin und der Bundeslandwirtschaftsministerin zur Neuausgestaltung der Direktzahlungen, der Tierwohlkennzeichnung und ein Aktionsprogramm Insektenschutz wurden beschlossen. Das böse Wort eines Kuhhandels machte die Runde. Schade nur, dass weder die Bundesländer noch die maßgeblichen Akteure, die Landwirte, bei der Erarbeitung der Maßnahmen mit einbezogen wurden. Ein solches Verfahren, meine Damen und Herren, führt zu Politikverdrossenheit. Es kann nicht sein, dass erst Vorgaben festgelegt werden und dann Anhörungen und Beteiligungen wie ein Feigenblatt durchgeführt werden. Offenbar gehen emotionale, dem Mainstream entsprechende Entscheidungen vor wissenschaftlichen Fakten. Lassen Sie mich eins klar sagen: Die Landwirtschaft in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern steht vor einem Umbruch. Diesen Umbruch müssen wir aber gemeinsam mit den Landwirten, mit den Verarbeitern, mit dem Lebensmitteleinzelhandel und mit dem Konsumenten gestalten. Hierbei müssen auch Zielkonflikte gelöst werden. Lassen Sie mich auf einzelne Punkte des Agrarpaketes näher eingehen. Zunächst haben wir die mit dem Direktzahlungsdurchführungsgesetz beabsichtigte Umschichtung von Mitteln aus der ersten Säule der Direktzahlung in die zweite Säule ländliche Entwicklung. In Mecklenburg-Vorpommern macht das eine Reduzierung der Direktzahlung von 4,50 Euro je Hektar. Da wird jetzt sicherlich jeder sagen, das ist ja nicht viel und das bringt auch keinen um. Aber die Tendenz führt natürlich zur Verunsicherung. Und es wird zu weiteren Kürzungen bei den Einkommen kommen bei den Landwirten, denn alle wissen, durch den Brexit ist weniger Geld im System und auch in der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa wird weniger Geld zur Verfügung stehen. Und diese allgemeinen Kürzungen werden sich zwischen 8% und 10% bewegen. Diese Mittel sind für die Landwirte verloren. Und es ist nicht so, wie immer behauptet wird von der einen oder anderen Seite, dass diese Gelder sich über Agrarumweltmaßnahmen die Landwirte zurückholen können. Agrarumweltmaßnahmen ersetzen nur den Mehraufwand oder gleichen Mindererlöse aus. Agrarumweltmaßnahmen werden nicht die Gelder aus der Direktzahlung an anderer Stelle zurückführen können. Auch die bisherigen Ausgleichszahlungen für freiwillige Maßnahmen waren in der Vergangenheit nicht immer kostendeckend. Wir wollen, dass die erste Säule auf hohem Niveau als Direkteinkommen für die Landwirte in unserem Land erhalten bleibt. Benachteiligung unserer wettbewerbsfähigen Strukturen lehnen wir rigoros ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiterer Schwerpunkt ist das sogenannte Aktionsprogramm Insektenschutz. Es sieht Einschränkungen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten wie Naturschutzgebieten, Nationalparke, nationale Naturmonumente, Naturdenkmäler und gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes vor. Des Weiteren sind FFH-Gebiete voll und Vogelschutzgebiete zum Teil betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern wären damit ca. 45,8% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, das sind 700.000 Hektar, von diesen Einschränkungen betroffen. Verbote werden
Verboten werden soll unter anderem Herbizide und biodiversitätsschädigende Insektizide. Dass diese Einschränkungen mit erheblichen Ertragsminderungen sowie mit Einkommensverlusten einhergehen, brauche ich hier wohl nicht näher erläutern. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, dass die Fruchtfolge eingeschränkt und vermehrt wendende Bodenbearbeitung zum Einsatz kommt. Dies ist mit negativen Folgen für den Klimaschutz und den Humusaufbau verbunden. Denn bei bodenwendenden Maßnahmen wird CO2 freigesetzt, was wir eigentlich ja nicht wollen. Als weitere Maßnahmen sind der Biotopschutz für artenreiches Grünland und Streuobstwiesen, die Einführung eines Mindestabstandes von 5 bis 10 Meter an Gewässern, die Unterstützung eines Flächenkonzeptes, Kompensationsflächenansatz und die Einschränkung des Einsatzes von Glyphosat bis zum Verbot Ende 2023 geplant. Gerade an dem Thema Glyphosat wird deutlich, wie emotional diese Entscheidungsgründe vorliegen. Denn wissenschaftlich ist dieses Verbot nicht zu begründen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da der Insektenrückgang nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht ist und zahlreiche Faktoren wie der Klimawandel, die Mobilität, die Lichtverschmutzung, Bebauung, Verlust von Lebensraum auf die Insektenpopulation einwirken, ist das großflächige Verbot von Pflanzenschutzmitteln als nicht verhältnismäßig einzustufen. Und ich habe gerade neulich eine Studie gelesen. Dort hat ein Wissenschaftler auch diese Sache untersucht, aber mal von einer ganz anderen Seite. Und wir haben bei der Insektenpopulation von 2005 auf 2006 einen relativ großen Rückgang, fast 30%. Und der hat eine andere Vermutung, weil genau in diesem Jahr wurden die UMTS-Frequenzen neu freigeschaltet, dass Insekten natürlich auch durch diese Strahlung und durch diese Frequenzen beeinflusst werden. Und danach hat sich die Population dann wieder stabilisiert. Also es ist nicht immer die Landwirtschaft der Schuldige. Und es stellt sich die Frage, inwieweit ein solches Verbot in das grundsätzlich geschützte Eigentum gemäß Artikel 14 des Grundgesetzes eingreift. Deshalb fordern wir Einschränkungen in diesem Bereich nur auf wissenschaftlicher Basis mit entsprechenden Folgeabschätzungen und einem Ausgleich für die Betroffenen. Kommen wir nun zur Tierwohlkennzeichnung. Die Vorgaben des Bundes sollen dazu führen, dass der Zugewinn an Tierwohl durch die gesamte Lebensphase eines Tieres von der Geburt bis zur Schlachtung dokumentiert wird. Kriterien sollen in einer gesonderten Verordnung ohne Beteiligung von Verbänden oder von den Betroffenen festgeschrieben werden. Da es schon zahlreiche Initiativen und Labels in diesem Bereich gibt, stellt sich die Frage, inwieweit es hier einen Mehrwert für Tiere und Verbraucher gibt. Nach meiner Ansicht wäre es besser gewesen, die Initiative Tierwohl stärker als bisher zu unterstützen. Wir fordern ein abgestimmtes Vorgehen mit den Landwirten, mit den Verarbeitern und dem Lebensmitteleinzelhandel. Mehraufwand muss letztendlich honoriert werden und darf nicht durch Billigprodukte an der Theke unterlaufen werden. Ich bin der Auffassung, dass sonst zahlreiche Unternehmen ihre Produktion aufgeben bzw. in andere Staaten verlagern. Wo die Anforderungen geringer sind, Erfahrungen diesbezüglich haben wir bei der Legehennenverordnung ja schon gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiteres schwieriges Problem ergibt sich meines Erachtens dadurch, dass mit den beabsichtigten Vorgaben ein freiwilliger Ausgleich im Rahmen der Kompensationsleistung nicht mehr möglich sein wird. Das europäische Recht schreibt vor, dass Vorgaben, die durch Ordnungsrecht normiert wurden, nicht ausgeglichen werden können. Wie seitens der Bundesregierung dieser gordische Knoten durchschlagen werden soll, bleibt fraglich. Denn diese Maßnahmen aus dem Agrarpaket sollen durch Ordnungsrecht umgesetzt werden. Und wir plädieren über ein Anreizsystem, über eine freiwillige Beteiligung an diesen Maßnahmen, weil wir ansonsten wirklich massive Einkommensverluste bei den Landwirten haben werden. Insgesamt bleibt festzustellen, dass das Agrarpaket der Bundesregierung die Zukunft zahlreicher landwirtschaftlicher Unternehmen in unserem Land in Frage stellt und wirtschaftliche Einbußen für die Unternehmen, aber auch für den ländlichen Raum nach sich zieht. Gerade in den Bereichen, wo wir dann keinen Einsatz mehr von Pflanzenschutzmitteln haben und auch noch
in den roten Gebieten, wo wir dann 20% unter Bedarf düngen müssen, haben wir Einkommenseinbußen von bis zu 300 Euro je Hektar. Dem Agrarpaket mangelt es wissenschaftlich an fundierter Expertise und es führt nicht dazu, dass Umwelt- oder Tierschutz gestärkt werden. Inwieweit der weitere Ausbau des ökologischen Landbaus überhaupt möglich ist, bleibt zu bezweifeln. Schon heute müssen Berufskollegen aus diesem Bereich ihre Produkte zu Marktpreisen abgeben, wenn sie überhaupt einen Abnehmer finden. Insgesamt ist Herr Kliewe, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Okay, ich habe schon etwas länger die rote Lampe gedrückt. Gut, okay, machen wir den Rest in der Diskussion. Danke für die Aufmerksamkeit. Im Ältestenrat ist vereinbart worden,